Zurück mit euch! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Kämpft! Feindlicher Angriff! Achtung! Stehe bereit! Kämpft! Zeit zu sterben! Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Für die Rune! Verteidigt euch! Verstärkt die Deckung! Gut, dann brechen wir mal durch und... Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Vorsicht! Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Auf dem Weg! Verteidigt euch! Alles klar! Zur Ehre, Aonir! Vorsicht! Sie sind überall! So. Schließt die Reihen! Verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Hier, mir nach! Bereit, mir nach! Das war die Halle der Toten. Auf meinem Befehl. Schnell! Sofort! Ja, steigt die schwarz-weißen Stufen hinab. Meidet die Blutlachen und Gerippe. Was ist dies hier für eine seltsame Treppe? Steigt sie hinab? Ihr seid nur noch wenige Schritte vom Ausgang aus diesen Hallen entfernt. Doch hütet euch davor, den Blutlachen und Gerippen zu nahe zu kommen. Ja. So, an das komme ich leicht dran, an das hier auch. Das waren die einzigen Kisten hier, gell? Ja, hier oben gibt's keine Kisten, hier unten gibt's keine Kisten. Hier muss ich lang. Hier, dann hier. Waren hier nicht eigentlich Gegner? Scheinbar nicht. So, das war dieser Teil. Was wünscht die Rune? Alles klar. Euch kann ich schon mal hier hinbringen. Erfahrungspunkte erhalten. Jetzt müsste das hier aufgehen, dass wir hier die Halle
Also hier ist schon mal aufgegangen, hier ist auch aufgegangen. Stehe bereit. Auf dem Weg. Alles klar. So, dann können wir hier die Halle nämlich einfach hinter uns lassen. Hi, Xalaba. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg. Alles klar. So, dann könnt ihr da oben lang laufen. Gut, Xalaba. Da seid ihr ja. Xalaba, was wollt ihr? Meint ihr, ich sehe zu, wie ihr mein Volk mit in den Untergang zieht? Ihr werdet hier sterben und mit euch euer unseliger Krieg. Mein Ziel ist es nur, euer Volk zu retten. Versteht ihr denn nicht? Ich habe den Rat der Kartei gehört. Sie wollen euch helfen, und zwar gegen einen Feind, der als unbezwingbar gilt. Diese Narren wollen mit euch nach Süden, sobald ihr die Wachfeste öffnet. Wenn ihr aber hier oben sterbt, dann werden sich diese Tölpel vielleicht besinnen. Ihr seid ein Dummkopf, Xalaba. Was muss ich tun, um euch zu überzeugen? Gut, dass ihr fragt, Runenknecht. Ich habe euch noch nicht getötet, weil ich euch einen Handel anbieten will. Hier oben in den Uhrwerkhallen ist das Zepter der Winde verborgen. Wenn ihr es mir bringt, dann gestatte ich euch, eure Reise fortzusetzen. Dieses Zepter ist ein altes Heiligtum der Kartei, gestohlen von den Zerbiten. Es ist das Zeichen der großen Kais. Wenn ich es führe, erhalte ich die Macht und Weisheit der Winde. Damit werde ich die Kartei anführen. Dann kann selbst der maskierte Tod uns nicht mehr schrecken. Und diese Uru und ihre weibischen Visionen sind dann Vergangenheit. Euer Gerede hält mich nur auf. Ach ja? Seht ihr das Tor dort? Ihr habt vielleicht Schätze gefunden, aber ich habe den Schlüssel für den Durchgang zur Festung. Bringt mir das Zepter und ihr bekommt ihn. Nun gut, ich werde nach eurem vermaledeiten Zepter suchen, Xalaba. Nehmt diesen Stein. Mein Volk nennt ihn den Zerbitenschlüssel. Man berichtet, er öffne ein Tor im Osten der Uhrwerkhallen zu einem Felsenlabyrinth. Wenn ihr das Zepter sonst nirgendwo findet, sucht es dort. Ja. Die Uru ist jetzt hier drüben. Meine Truppen sind bereits angekommen. Außer Ump. Ja, durch die Uhrwerkhallen. Die Auseinandersetzung mit Xalaba. Xalaba ist durch die Uhrwerkhallen vorausgeeilt und versucht nun euch aufzuhalten. Entscheidet, ob ihr für Xalaba das Zepter der Winde suchen wollt. Entscheidet euch, ob ihr das Xalabas Angebot annimmt und das Zepter sucht oder ob ihr gegen ihn kämpfen wollt. Dringt in das Höhlenlabyrinth im Osten der Uhrwerkhallen. Dringt in das Höhlenlabyrinth im Osten vor. Dringt in das Labyrinth vor, das den Osten der Uhrwerkhallen bildet. Bringt die 5 Köpfe vor den Toren der Schatzkammer gleichzeitig zum Leuchten. Sucht nach einem Weg, wie ihr die 5 Köpfe zum Leuchten bringen könnt. Bergt das Zepter der Winde und bringt es Xalaba. Xalaba fordert das Zepter der Winde. Erst dann wird er euch den Durchgang zur Wachfeste öffnen. Es soll im Osten der Uhrwerkhallen zu finden sein. Ja. Was ist in Xalaba gefahren? Er hat Angst. Angst um sein Volk, Angst vor der Zukunft und Angst vor den wandelnden Toten. Er wird nie über die Kartei herrschen. Kein Zepter und kein Schwert kann das für ihn erwirken. Er wird seine Strafe bekommen, seid euch gewiss. Keiner vergeht sich gegen das Wort des Karl. Aber wenn es eurer Sache dient, so bringt ihm das Zepter. Vielleicht ist es Zeit, dass es zu meinem Volk zurückkehrt.
Hat dieses Zepter wirklich Macht? Der Windstein, der in das Zepter eingebunden ist, soll mit den Stimmen der Windgötter sprechen. Man sagt, wer ihre Stimmen hören kann, dem stehen sie im Kampfe bei. Die ersten Karls trugen das Zepter. Viele Legenden ranken sich darum, aber wir Urus wissen, dass es nur Leid über unser Volk gebracht hat. Die Zerbiten haben es uns nicht gestohlen, wie viele sagen. Wir haben es ihnen gebracht, auf dass sie uns vor seinem Unheil beschützen sollten. Aber trägt es nicht die Stimme eurer Götter? Die Uru ist die Stimme der Götter. Dieses Zepter ist nur ein Symbol der Männer, das geschaffen wurde, um die Traditionen der Urus zu beenden. Sollte es Xalabar wieder unter mein Volk bringen, wird er meinen Zorn zu spüren bekommen. Gut, mehr hat sie hier jetzt nicht zu sagen. So, und wir können die Schnellreise nehmen. Zur Spinnengrube rüber. Ja, da liegt ein Mammut drin, da liegen Steinköpfe drin. Ich glaube, da ist gar nichts drin oder Wasser oder ist es ein bodenloses Loch? Ja. Gut, öffnen wir mal das Tor. In dem Erhe ist eine Mulde eingelassen. Xalabars Stein einsetzen. Der Stein passt genau in die Mulde. Mit einem Grollen öffnet sich das Tor. Auf mein Zeichen! Mir nach! So. Sofort! Ins Höhlenlabyrinth sind wir schon mal eingedrungen. Sofort! Hier dürfen wir uns mit Minotauren rumkloppen. Vorwärts! Dann tun wir schon mal den ersten Trupp Minotauren. Hier wäre auch noch mal ein Heldmonument. Zum Angriff! Wenn wir eines denn brauchen würden. Sie sind überall! Ja, vorwärts! Schnell! Zum Angriff! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Komm zu Ump, komm! Verstärkt die Deckung! Komm zu Ump, komm! Sofort! Sofort! So, die sind alle hinüber. Gibt's hier oben noch welche? Nein. Vorwärts! Ja, hier werde ich viele Portale benutzen müssen. Und los! Und mich wieder ein paar Mal verlaufen wahrscheinlich. Auf mein Kommando! Folgt mir! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! So, machen wir noch die Minotauren hier platt. Auf mein Kommando! Schließ die Reihen! Folgt mir! Vorwärts! Bis jetzt habe ich zwei Portale. Mir nach! Und los!
Und da ist das dritte Portal. Okay. Vorwärts! Da werde ich hier an der Stelle dann gleich speichern. Dann gehen wir beim nächsten Mal gleich in das Portal hier rein. So, also speichern. Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.